Heute im Think Big Video Chat das Thema Design Thinking. Wir haben dafür Isabelle Deschamps vom Verein Be Able im Interview. Und Isabelle gibt Workshops und Seminare in dem Bereich und wird uns einiges dazu erzählen. Ja, schönen guten Tag, Isabelle. Wie schön, dass du dabei bist und dir Zeit für uns nimmst. Hallo, ja, super gerne. Genau, Thema Design Thinking. Erklär doch mal zunächst, was es mit Design Thinking auf sich hat. Damit wir mal einen Eindruck bekommen. Ja, Design Thinking heißt ja Design Denken, also denken wie ein Designer. Und es kommt auch aus dem Design, hat aber mittlerweile mit ganz vielen verschiedenen Methoden vermischt und geht eigentlich darum, produktiv als Team Problemlösungsansätze zu finden auf gesellschaftliche Probleme zum Beispiel. Und im Design Thinking ist es so, dass man eigentlich wie so einen großen Methodenbaukasten hat, aus dem man sich bedienen kann in unterschiedlichen Prozessphasen. Und diese Prozessphasen sind nicht unbedingt linear, das ist jetzt etwas kompliziert erklärt, ne? Da geht es zum Beispiel erstmal darum, ein Problem zu verstehen und Empathie für seine Nutzer zu gewinnen. Wenn man da so ein Verständnis aufgebaut hat, schließt man daran eigentlich eine Ideenfindung an, wo man ganz viele verschiedene Ideen entwickelt, die dann in ein Prototyping überführt, ein Prototyping, um zu testen. Und Prototyping kann man vielleicht so erklären, dass man versucht, seine Idee wirklich greifbar zu machen. Und nach dem Testen bekommt man Feedback von seinen Usern und fängt dann eigentlich wieder von vorne an, beziehungsweise natürlich nicht von vorne, aber geht wieder in eine andere Prozessphase über. Zum Beispiel justiert man nochmal seinen Fokus nach oder macht einen neuen Prototypen, testet weiter und so geht das eigentlich immer fort. Okay, du hast jetzt von Projektphasen gesprochen. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Das war zunächst, hast du gesagt, seine Nutzer verstehen, wäre die erste. Korrigiere mich einfach, fahr mir einfach über den Mund. Zweitens war, oh Gott, siehst du, mein Gedächtnis. Ja, zweitens war die Ideenfindung. Wobei, wenn man ganz ehrlich ist, nachdem man seine Nutzer verstanden hat, setzt man sich als Team eigentlich nochmal einen Fokus. Also was will man eigentlich genau erreichen und entwickelt dann auf diesen Fokus seine Ideen. Okay, Ideenfindung, Prototyping und nachjustieren, nochmal testen. Testen, dann nachjustieren. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche jugendliche Projektmacher bei uns, die alle im sozialen Bereich sich engagieren, sozial-digitalen Bereich engagieren. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt Küche der Kulturen, wo es einfach darum geht, relativ klare Idee, Geflüchtete kommen mit Einheimischen zusammen und kochen etwas und machen Instagram-Kochvideos quasi. Wenn wir das jetzt mal einfach dieses konkrete Beispiel darauf nehmen, könntest du das anhand dieses Beispiels auf diese Projektphasen erklären? Ja, klar, cool. Also erstmal ein cooles Projekt auf jeden Fall. Klingt super spannend, tolle Zielgruppen, nämlich Flüchtlinge und Zivilgesellschaft. Und da ist es ja jetzt so, dass die Idee ist eigentlich schon da, ne? Also das Team hat wahrscheinlich schon eine Ideenfindung hinter sich, wie auch immer geartet die gelaufen ist und hat eventuell auch schon mit einigen Nutzern im Vorfeld gesprochen und untersucht, was für Bedürfnisse die genau haben und hat jetzt diese Idee entwickelt. Und ich würde sagen, die stehen eigentlich genau an dem Punkt, wo sie unbedingt ein Prototyping machen müssen, also ein Prototyp. Und das kann in dem Fall jetzt ganz einfach sein, dass sie einfach mal ausprobieren, wie ihre Events laufen. Das heißt, sie schreiben vielleicht eine Einladung und gucken mal, wer darauf überhaupt reagiert, ob die Flüchtlinge dazu Lust haben und ob sie auch Leute aus der Zivilgesellschaft finden, die daran Interesse haben und wer die genau sind. Und dann lassen sie das Event eigentlich probehalber auch mal laufen. Und das muss dann nicht genau das perfekte Event sein, wie sie sich das wünschen, was total aufwendig vorgeplant ist und wo es schon den Instagram-Account gibt und eine Webseite und all das, sondern das kann dann einfach ein kleines Picknick im Park sein oder in der Küche im Jugendheim, dass sie das mal sich anmieten beziehungsweise fragen, ob sie die bekommen, um so einen Testlauf zu machen.
Und wenn das passiert ist, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sie ganz gezielt das Feedback von den Teilnehmern dann finden und das auswerten, die Erfahrung. Also erstmal ist natürlich die erste Auswertung, wer hat eigentlich zugesagt und wer ist überhaupt aufgetaucht bei solchen Events. Da wird man nämlich oft überrascht. aber dann, wenn welche da waren, dann ist es ganz wichtig, danach mit denen zu sprechen und sich ganz konkretes Feedback von denen zu holen und Verbesserungsvorschläge, Ideen, so in einem gemeinsamen Dialog, eventuell mit richtigen Interviews, wo man sich vorher überlegt hat, was man die fragt. Und zur Auswertung, hast du da irgendwelche Tipps, was man da machen kann, jetzt außer Interviews? Also wenn man Interviews macht, wie mache ich die? Wie gehe ich das an? Ja, ist natürlich immer situationsabhängig. In diesem Fall gibt es ja schon so einen bestehenden Kontakt und auch einen bestehenden Kontext, wenn es jetzt über dieses Event läuft. Dann kann man relativ intuitiv, würde ich sagen, da reinstarten und weiß auch schon recht genau, was einen interessiert. Da würde ich auf jeden Fall dazu raten, dass man sich halt vorher überlegt, was will ich von denen dann wissen nach diesem Testing. Also wenn man einen Prototyp hat, ist ein Interview sehr einfach, weil man da wirklich genau weiß, was man wissen will. Auf jeden Fall große Empfehlung, die Interviews immer mit Notizen zu begleiten, also dabei nie alleine zu sein, sondern immer einen Kollegen dabei zu haben, der dokumentiert. Man kann auch fragen, ob man das aufzeichnen darf. Und dann sollte man sich überlegen, im Nachgang mit seinem Kollegen zusammen oder auch alleine, was habe ich jetzt eigentlich gehört? Waren da irgendwie tolle Zitate drin? Hat mich irgendwas besonders überrascht? Was hat nicht so gut funktioniert und was waren neue Ideen, die dabei entstanden sind? Und das wirklich auf dem Zettel zu fixieren. Und im Design Thinking nutzen wir da meistens so ein Feedback Grid. Das ist eigentlich einfach so ein Kreuz auf dem Papier, wo man sich kurz nochmal diese Kategorien aufschreibt. Also man hat halt so ein Kreuz und dann ist da oben die Glühbirne für neue Ideen und auf der anderen Seite das, was nicht so gut gelaufen ist, kann man einfach Minus machen. Was gut gelaufen ist, ein Plus. Ja. Okay, wir waren jetzt, glaube ich, relativ schnell schon beim Testen der konkreten Idee und des Prototypings. Du hattest gesagt, der erste Schritt wäre aber eigentlich die Zielgruppe kennenlernen. Gehen wir mal davon aus, das Projekt wäre jetzt mal nicht so weit. Was wären da für Dinge, die man tun könnte, um in den Schuhen der Nutzer sich zu bewegen? Ja, gutes Stichpunkt. In die Schuhe der Nutzer, da will man rein. Empathie entwickeln für seine Nutzer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine neue Nutzergruppe kennenlernen wollt, dann könnt ihr das natürlich einerseits auch wieder über Interviews machen, dass ihr die einfach trefft und mit denen sprecht. Dazu gehört aber auch, die vielleicht einfach nur zu beobachten erstmal, um die so einschätzen zu können. Das heißt, jetzt, wenn wir bei den Flüchtlingen bleiben, sich an vielleicht einfach in Flüchtlingsheime zu begeben, da mit denen was zu machen, eventuell sich dann natürlich auch mit der Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen, die ist ja riesengroß, und da zu gucken, wer ist denn jetzt da besonders interessant für diese Begegnung. Also beobachten, Interviews führen, und es gibt auch diesen Begriff der Immersion, was eigentlich wirklich genau übersetzt dieses sich in die Schuhe des Nutzers begeben heißt. Und das ist oft eine Herausforderung, der man sich stellen kann, wo man wirklich versucht, sich in eine ähnliche Situation wie die Nutzer zu begeben. Zum Beispiel? Naja, bei den Flüchtlingen haben wir jetzt zum Beispiel das Thema Flucht. Und da könnte man versuchen, einen ähnlichen Zustand für sich, also eine ganz neue Umgebung und einen Raum, wo man also die Sprache der anderen nicht spricht, zu erzeugen. Okay. Das kann man auch einfach im Team machen. Also das ist sehr, sehr spezifisch, je nachdem, in was für einem Kontext man arbeitet. Aber jetzt als Beispiel für diese Sprachbarriere einfach mal drei Leute vom Team verstehen dich einfach den ganzen Tag nicht. Wie ist das? So. Oder du kannst einfach nicht deren Sprache sprechen. Das einfach auszuprobieren. Was ich mir dabei ja vorstelle, man muss vor allen Dingen, wenn man jugendlich ist und jetzt gerade so die ersten Schritte macht,
Das verlangt ja schon was von einem ab. Also wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben oder sagen wir mal mit Obdachlosen, oder ist ja jetzt erstmal egal, welche Zielgruppe, ich muss ja selber schon so ja, auf Leute zugehen können. Oder was gibst du denn mit Leuten mit, die das noch nicht so gut können? Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, es kann aber sehr viel Spaß machen. Man kann das meistens in klein und in groß denken und sollte natürlich sich auch immer bewusst sein, dass man sich jetzt in keine Gefahrensituation gibt oder auch nicht zu extrem wird. Was ich extrem hilfreich finde, ist, dass man ja ein Team ist und dass man sich da einfach auf sein Team verlässt und solche Sachen zusammen plant und auch zusammen macht. Und dann ist man direkt viel mutiger. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt, wir sind in die, wir kennen unsere Zielgruppe, wir sind in die Ideenfindungsphase gegangen. Zur Ideenfindungsphase habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar ist das ja auch immer ein schöner Prozess, wo Teams sich auch ordentlich streiten können in der Kommunikation. So können Dinge passieren. Der eine möchte da lang, der andere möchte da lang und die und diese und jene Idee. Hast du da selber ein paar Tipps beziehungsweise Lieblingsmethoden, was man an der Stelle machen könnte, wenn man genau an der Idee bastelt? Ja, das sind ja zwei Themen. Einerseits das Team, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Und das andere ist überhaupt, wie man so eine Ideenfindung anstellt. Da gibt es ganz hilfreiche Regeln oder Tipps, die man dabei beachten sollte. Es ist natürlich wichtig, dass alle im Team dabei gehört werden und dass alle auch in so einen ganz freien Modus da reinkommen. Und deshalb sollte man sich einen guten Raum dafür schaffen, mit ein bisschen Zeit. Gerne Post-its benutzen, das finde ich super. Also ne, diese kleinen gelben oder auch bunten Zettel, die man an Fensterscheiben oder Wände oder Whiteboards kleben kann. Und alle Ideen visuell immer aufs Papier bringen. Und dann ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man alle Ideen zulässt. Also dass da nicht irgendwie so ein innerer oder auch externer Richter am Start ist, der immer sagt, ja, aber das geht doch nicht, sondern dass man erstmal wirklich alle Ideen mappt, also aufschreibt. Und dass die Regel besteht, es gibt einfach keine blöden Ideen, weil oft sind es die Ideen, wo man erstmal denkt, das ist ja total crazy oder geht ja gar nicht, die einem dann doch so das gewisse Fünkchen etwas bringen. Das ist später Zeit dafür, so ein bisschen kritischer darauf zu gucken. Und man sollte ganz bewusst auf die Ideen von anderen im Team aufbauen. Also es gibt nicht einzelne Leute, denen Ideen gehören, sondern es sind halt Teamideen und die werden geteilt und man baut auf den Ideen anderer auf. Also schon kleine Ergänzungen zu der einen Idee können die Idee zum Beispiel wieder in eine andere Richtung bringen. Das ist ganz spannend. Ja, gibt bestimmt noch mehr. Thema im Fokus behalten. Eine Frage zum Raum. Du sagtest gerade, ich nehme mir Raum. Meinst du ein zeitliches Fenster oder auch den Raum, eine Räumlichkeit, ein Ort? Ja, beides. Also wahrscheinlich sogar eher den Raum als Ort. Was ich oft mache in Ideenfindung ist, jetzt gerade wenn man im Team das macht, dass man auch gar nicht unbedingt an einem Tisch sitzt, so steif und angekettet, sondern dass man aufsteht und mal was in Bewegung macht. Zum Beispiel gibt es so eine Methode, die heißt die Hot Potato, die heiße Kartoffel, wo man einen weichen Gegenstand im Team in der Gruppe so hin und her wirft und immer der diese heiße Kartoffel hat, muss ganz spontan eine Idee generieren und die dann wieder weitergeben, was einen so ein bisschen dazu bringt, mehr im Flow mit dem Team zu sein, dass auch wirklich jeder mal was sagt und auch keine Angst davor zu haben, dass man halt blöde Ideen äußert. Okay, super. Ich fasse nochmal zusammen. Wir kommen jetzt schon ans Ende unseres Videochats. Das heißt, in die Schuhe der Nutzer gehen und mich in Situationen begeben, die vielleicht ungewöhnlich für mich sind. Das heißt aber nicht, dass ich mich in Gefahr begebe, sondern einfach versuche, so viel Einfühlungsvermögen wie möglich zu zeigen. Das heißt, auch meine Zielgruppe gut kennenzulernen. Nick einfach, beziehungsweise unterbreche ich mich. Sehr gut. Zweitens, Ideenfindungsphase. Es gibt keine schlechten Ideen. Erstmal brainstormen, vielleicht mit Post-its und das Ganze dann nochmal aufschreiben und vielleicht Sachen kombinieren, schauen, was haben andere für Ideen, bevor man in so eine,
ja, in so eine Kommunikation gerät, wo man sich gegenseitig eigentlich noch stört und an Kleinigkeiten aufhängt, ja, sondern erstmal alles raus. Es gibt keine schlechten Ideen und daraus dann die Ideen entwickeln. Da gibt es Methoden dazu, wie man das noch weiterentwickelt. Dazu werden wir noch eine Linksammlung unter das Video posten, weil wir hier keine Zeit haben, auf konkrete Methoden einzugehen, aber da gibt es eine ganze Menge. Drittens Prototypen, das heißt, ich mache erstmal was Kleines daraus, ja, aus dieser Idee und teste das erstmal im kleinen Rahmen und mache danach eine Auswertung. Interviews zum Beispiel oder auch Fragebögen, die ich austeilen kann, und lass das dann wieder in die Weiterentwicklung der Idee des Projektes fließen. Ist das korrekt? Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Yes! Alles klar. Dann sind wir an dieser Stelle am Ende. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Isabel für ihre tolle Fachexpertise, die sie mit uns geteilt hat. Danke für deine Zeit. Wie gesagt, wir werden diverse Links zum Thema Design Thinking und Methoden unter dieses Video posten, die ihr dann konkret in eurem Projekt benutzen könnt. Genau, und wünsche euch frohes Schaffen, viel Glück und Erfolg bei euren Projekten und macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss, danke. Ciao.